Und wir bleiben jetzt gleich beim Film. Im Lilium-Kino gab es am Dienstag eine Kino-Weltpremiere. Die Tänzerin und Schauspielerin Marianne Hettinger hat dort ihren ersten eigenen Spielfilm mit dem Titel Mango Tango gezeigt. Und dafür war die gebürtige Augsburgerin weit angereist. Seit über 20 Jahren lebt sie mittlerweile in New York und arbeitet dort als professionelle Tänzerin. Die Dreharbeiten zu ihrem Film Mango Tango begannen vor über 3 Jahren. Gedreht wurde in New York und auch in Augsburg. Wir haben damals ja auch über die Dreharbeiten berichtet. Und jetzt kam sie zur Premiere ihres Filmes wieder in ihre Heimat zurück. Rund 200 Menschen wollten sich diese Premiere nicht entgehen lassen. Das Kino war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und für uns waren Katrin Manske und David Kreuzi damit dabei. Großer Auftritt von Marianne Hettinger. Für die Weltpremiere ihres neuen Films Mango Tango wird schon mal extra der rote Teppich ausgerollt. Fast 200 Menschen drängen sich an diesem Abend in den ausverkauften Kinosaal. Und auch für die Regisseurin geht nach 3-jährigen Dreharbeiten ein Traum in Erfüllung. Es ist wunderschön. Vor allem, ich habe mir das als 5-Jährige vorgestellt. Ja? Ich habe mir vorgestellt, dass ich Filme machen will und wie Gene Kelly, der war mein Idol, wo man tanzen kann und Filme machen kann. Und jetzt komme ich zurück mit meinem eigenen Film. Marianne Hettinger hat aber nicht nur das Drehbuch geschrieben, sie spielt auch die Hauptfigur Marlene, eine Tanzlehrerin aus New York. Weil diese auf der Suche nach einem Partner immer wieder auf neurotische Typen hereinfällt, flüchtet sie sich regelmäßig in die Badewanne, immer mit einer Mango in der Hand. Sie ist sehr schüchtern und sie will immer allen alles recht machen. Und sie ist in gewisser Weise naiv, obwohl sie gar nicht mehr so jung ist. Und dann ist es so ein hartes Erwachen, ja? weil sie immer wieder klein gemacht wird. Mango Tango wurde größtenteils in Amerika produziert. Einige Sequenzen entstanden aber auch in der Fuggerstadt. Und dabei hat die Regisseurin auch einen alten Bekannten mit ins Boot geholt, den Augsburger Krimi-Autor Bruno Rabel. Im Film spiele ich einen Schulfreund der Hauptdarstellerin. Das, was ich ja auch im wahren Leben mal war. Und man wird auch auf jeden Fall mein Lachen hören, was schon immer ein gewisses Markenzeichen von mir war. Und so klingt es dann, das Filmlachen von Bruno Rabel. Neben solchen Lachmomenten dominieren im Film vor allem die Tanzsequenzen. Denn der Tanz ist die große Leidenschaft der Protagonistin, natürlich auch im wahren Leben. Aber wie viel Autobiografisches steckt eigentlich im Film? Der Film ist nur insofern autobiografisch, als dass er durch mein Instrument durchkommt. Aber die Situationen sind alle fiktiv. Ich meine, ich habe jetzt nicht da mein Leben da breit auf die vorgestellt. Auf der Leinwand aber spitzt sich die Lage für die Heldin zu. Marlene flieht in die Alpen und gerät dort in eine lebensgefährliche Situation. Mango Tango, eine Mischung aus Thriller und schwarzer Komödie. 98 Filmminuten mit viel Humor und spannenden Momenten. Wenn Sie die romantische Komödie jetzt auch sehen wollen, am Sonntag wird Mango Tango nochmal im Lilium in einer Matinee gezeigt. Auch dann wird die Regisseurin und Hauptdarstellerin Marianne Hettinger